Ihr Lieben, gestern war ich einfach mal wieder unterwegs im Neandertal. Wir hatten uns für ein paar Tage den Hund unserer Kinder ausgeliehen. Und mittendrin beim Spaziergang kam auf einmal ein Leitvers von einer Bibel-App auf meinem Handy hoch. Und der hat mich sehr berührt und sehr angesprochen und motiviert. Und ich dachte mir, ich werde dir diesen Vers auch einfach mal geben. Er steht in Zephania 3, Vers 17, wirst du lange suchen müssen, so gegen Ende des Alten Testaments. Und ich möchte dir diesen Vers mal ganz persönlich sagen. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ist in deiner Mitte. Was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über dich. Und weil er dich liebt, redet er nicht länger über deine Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. Ist das nicht genial? Ein Gott, der seine Kinder sieht. Ja, er sieht alles, was in unserem Leben auch nicht so gut ist und unsere Macken und Zacken und alle möglichen Dinge. Aber darauf ist er nicht so fixiert, sondern er ist fixiert darauf, auf Gemeinschaft mit uns und ein Gott, der über uns jubelt. Ich weiß nicht, ob du so ein Gottesbild hast. Dein Gott, dein Vater im Himmel, er jubelt über dich, wenn er dich sieht. Das möchte ich dir einfach mal weitergeben. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Gefühl hattest, mit einem Menschen zu reden oder mit einer Gruppe von Menschen zu reden und du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas blockiert, irgendwas ist nicht so, wie es scheint. Du hörst zwischen den Zeilen oder du denkst, ah, was steckt hinter den Worten? Du bist also ein Stückchen verunsichert im Gespräch und du kommst nicht drauf. Und irgendwann hast du den Mut und fragst dein Gegenüber, hör mal, sag mal, was ist los? Was ist los mit dir? Und so kenne ich dich ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Der Apostel Paulus kommt, und das wird berichtet in Apostelgeschichte 19, so nach einigen Stationen auf seiner dritten Missionsreise wieder nach Ephesus. Und da trifft er eine Gruppe von Menschen, die er noch nicht kannte, 12 Jünger. Also Menschen, die man auch Christen nennen könnte. Und die sitzen zusammen, vielleicht am Lagerfeuer, vielleicht in irgendeiner Wohnung. Und sie plaudern über Gott und die Welt, über Ultradispensationalismus, über Transzendenz und Immanenz, über die Frauenfrage, alles so Themen, über die Christen gerne reden. Und mitten im Gespräch merkt Paulus, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas blockiert ihn, irgendwas blockiert die anderen, vielleicht reden sie theoretisch richtige Dinge, aber da fehlt irgendwie Feuer, da fehlt irgendwie Leidenschaft, da fehlt irgendwas. Und irgendwann fragt Paulus mittendrin, hör mal, Freunde, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist erhalten, als ihr euch damals für Jesus entschieden habt? Und da gucken ihn die 12 mit großen Augen an und sagen, Heiliger Geist, haben wir noch nie was von gehört. Was ist das denn? Kann man das essen? Ist das, was ist das? Und jetzt ist Paulus ein bisschen verwirrt und fragt sie, hör mal, auf wen seid ihr denn getauft worden? Und dann rücken sie raus mit der Sprache, ja, auf die Taufe des Johannes. Das haben wir erlebt, auf den Namen des Johannes. Also waren das Leute gewesen, die entweder vor einigen Jahren so eine Busreise nach Israel gemacht haben, als Johannes so hoch im Kurs war, der Täufer Johannes. Und da kamen ja Leute von überall her und es war eine Taufe zur Buße. Und vielleicht haben sie das erlebt oder sie haben Leute erlebt, die das erlebt haben und es ihnen erzählt haben. Auf jeden Fall haben sie dann sich taufen lassen und sie haben nur die Taufe des Johannes gekannt. Aber Johannes hatte damals schon gesagt, es wird einer kommen, der wird euch mit Feuer und Geist taufen. Er hat von Jesus gesprochen. Und Paulus weiß jetzt auf einmal, ey, euch fehlt was Entscheidendes. Ihr habt Pfingsten nicht erlebt. Ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes noch nicht erlebt. Und er sagt einfach, hey Leute, ihr braucht noch was. Und dann erklärt er ihnen, was ihnen fehlt. Und dann passiert das, was sich jeder Pastor eigentlich wünscht. Leute hören zu und Leute lassen sich weiterführen. Und sie sind bereit und sie lassen sich dann taufen. Und dann legt er ihnen die Hände auf und sie erfahren die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Also wie gesagt, sie waren vorher unterwegs, sie wurden Jünger genannt.
Aber irgendetwas fehlte in ihrem Leben. Ein Durchbrucherlebnis war noch nicht da. Und ich habe das sehr oft erlebt. Ich habe, wenn ich auf Korsika zum Beispiel war, wir sind fast 20 Jahre jetzt immer wieder jedes Jahr auf Korsika gewesen. Und manchmal habe ich so eine ganze Woche Bibelreihen gemacht und ab und zu mal über den Heiligen Geist. Oder auch Bibelreihen in manchen Gemeinden. Einfach über die Person des Heiligen Geistes. Und so oft haben mir Christen berichtet, hey, das haben wir noch nie gehört. Menschen, die schon lange in Kirchen und Gemeinden unterwegs sind, die auch an Gott glauben und auch mit Jesus irgendwie unterwegs sind, aber die dennoch irgendwo das nicht gelehrt bekommen haben, wie man mit dem Heiligen Geist umgeht, wie man die Kraft des Heiligen Geistes im Alltag einbaut. Sie strengen sich an, sie sind unterwegs und natürlich haben sie schon mal was über den Heiligen Geist gehört. Aber wenn ich einfach über die Gaben des Geistes spreche oder über die Frucht des Geistes, über die Bevollmächtigung, überhaupt das Leben im Geist, über die Kraftquellen des Heiligen Geistes, dann schauen mich Menschen oft wie diese 12, den Paulus damals, so schauen sie mich an und sagen, habe ich noch nie was von gehört. Und ich mache dir Mut, dieses Thema mal für dein Leben anzugehen. Vielleicht geht es dir auch so. Du bist in einer Kirche, in einer Gemeinde groß geworden, wo man dir das vielleicht vorenthalten hat. Vielleicht bist du auch in einer Gemeinde groß geworden, wo man eher über den Heiligen Geist negativ geredet hat, so nach dem Motto, lass die Finger da weg, sonst wirst du auch noch ein Schwärmer. Oder am besten, wir nennen den Namen gar nicht. Hey, wenn das der Fall ist, möchte ich dir sagen, der Heilige Geist ist da. Und wenn du an Jesus glaubst, hast du auch den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, ob er je dich benutzen konnte, ob er sich in dir ja, manifestieren konnte. Und ob er dir wirklich die Kraftquellen zur Verfügung stellen konnte, die er gerne in dein Leben reinbringen möchte. Ich möchte dir einfach Mut machen, mal über dieses Thema nachzudenken. Ganz am Anfang, das war glaube ich März, April, als wir angefangen haben mit der Apostelgeschichte, habe ich ja eine ganze Woche über die Gaben des Geistes gelehrt und habe ein paar Dinge gesagt über Frucht des Geistes, Gaben des Geistes und Leben im Heiligen Geist. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen. Nur noch mal zur Erinnerung, er ist an unsere Seite gestellt worden, damit wir halt ein Leben führen, nicht nur was Gott ehrt, sondern auch was wirklich uns hilft, im Leben Herrschaft zu übernehmen, im Leben weiterzukommen, im Leben zu wachsen. Das ist so Arbeit des Heiligen Geistes an uns. Und wenn es dir so geht wie damals in 12 mit Paulus, dann möchte ich einfach, sei offen. Sprich einfach den Heiligen Geist mal an und sag, hey, ich kenne dich noch so wenig. Ich weiß so wenig über dich. Oder du sagst einfach, Jesus, offenbare mir den Heiligen Geist. Zeig ihn mir, der an deiner Stelle hier unter uns wirkt. Wünsche dir einfach ein tolles Erlebnis damit. Und dass du über diese kleine Episode positiv stolperst und sagst, da möchte ich mich mal ein bisschen hinterklingen. Okay, soweit für heute. Und wir erfahren am Freitag, wie es in Ephesus dann weiterging. Denn Paulus durfte mal 3 Jahre an einem Ort sein. Aber davon werde ich Freitag berichten. Gott segne dich.